Ihr könnt gleich weitermachen. Eine kurze OT-Anmerkung. Ihr bekommt von mir 24 Samuro-Jeans, also Samurais. Und da wir sechs Helden sind, bekommt jeder von euch vier Samuro-Jeans, mit denen er angreifen kann, wie er will. So als quasi kleines Minispiel. Wenn ihr sie benutzen wollt, also wenn ihr eure Angriffe koordinieren wollt, stellt euch jeweils eure Samuro-Jeans dahin, wo sie sein sollen. Also entweder hier oben hin oder hier unten hin. Führt eure Angriffe dann so rein oder gar nicht oder wartet eben, lockt sie raus. Das würde auch funktionieren. Also wenn ihr hier dann irgendwie seid, kämpft und euch wieder zurückzieht und die kommen dann hier wieder hinterher, ja, dass ihr dann den irgendwie in die Flanke fallt oder sowas. Also macht, was ihr wollt. Ihr bekommt von mir jeder vier Samuro-Jeans und mit denen könnt ihr dann tun und machen, was ihr wollt. Die haben Gut, gewisse Werte. Also, überlegen wir also. Oh, genau. sorry, warst du fertig? Ja, ich bin fertig. Das war nur quasi eine Erklärung, die ich euch jetzt OT gebe, damit wir das dann auch, also so könntet ihr mit reinplanen oder wenn halt nichts schief geht, dann rein raus, ohne dass ihr gesehen werdet. Ich finde halt die Wir Idee das Geld richtig und gut, den dass man. Label Johnnys. Also wir schleichen uns herein. Also unter der Tarnung der Nachschubkarawane. Die von Mach unserer mal sechs Nachschubkarawane. Stück und jeder bekommt dann vier Stück. Die laufen dann immer im Verbund. Also ich werde das jetzt nicht einzeln abhandeln, immer jeder vier und die vier laufen zusammen. Warum ist das so? Ja, weil die Muakijima Rasna, weil die immer mit gerader Anzahl herumlaufen. Aber ja, dann ist es nicht ein viel größeres Risiko, dass wir alle reinschmuggeln, als wenn wir einen reinschicken. Aber vier ist doch eine gerade Zahl. Pass auf, wir marschieren mitsamt Er der meint sechs Karawane Vierer, rein, guck. also anstatt der Genau. Karawane. Mhm. Verteilen die Nachschübe. In der Zeit kannst du eine Vergiftung durchführen. Und wenn der Zeitpunkt günstig ist, greifen wir uns das Endurium und sehen zu, dass wir da rauskommen. Die Falls wir Frage ist, verfolgt werden. warum sollten wir überhaupt vergiften, wenn es doch einfacher geht, das Endurium direkt zu nehmen und das Gift? Damit wir nicht gut verfolgt werden können. Sollten wir trotzdem verfolgt werden, können wir direkt draußen immer noch die Samurai-Jeans haben, die uns den Aber Rücken meint ihr decken. nicht, je mehr wir schleichen und je mehr wir versuchen, da zu machen, desto auffälliger wird es sein, desto gefährlicher, dass sie uns ertappen? Also ich Oder meine, je wenn. kürzer der Weg und je kürzer der Ausweg, desto weniger werden sie uns sehen können, oder? Das ist richtig. Deswegen sollten wir uns ja so weit wie möglich bedeckt halten. Es gäbe vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Kasimir, ihr habt doch dieses Feuerdings, nicht wahr? Schalgatur, ja. Er beschützt uns gegen Dämonen. Wenn er zum Beispiel einen der Türme, ich sag mal im Notfall, wenn wir verfolgt werden sollten, Er im beschützt uns. Nachhinein. Das ist das, was ich mit ihm ausgemacht habe. Lass mich doch ausreden. Wenn wir ihm zum Beispiel, wenn wir irgendetwas Giftiges ihm geben könnten und er könnte eine Art Gift legen, das sich übers Lager verteilt, sagen wir, irgendetwas, was giftig brennt und Gase verursacht, so wie in diesem, wo wir schon mal waren, dann könnte man das Lager quasi benebeln, dann bräuchten wir das Essen nicht vergiften und können das Gift durch Feuer verteilen. Ja, Welchen, damit du hast können wir das die nicht Sklaven verstanden? mitvergiften. Außerdem wird er nichts tun, außer gegen Leute, die uns kämpfen, gegen Leute, die uns angreifen, zu kämpfen. Wunderbar, dann kann er uns den Rückzug decken. Eben, genau, das ist der Gedanke. Dann müssten wir sie aber auch nicht vergiften. Dann könnten wir uns einfach rein und wieder rausschleichen und er würde im Notfall unseren Rückzug decken, oder nicht? Aber wenn wir sie vergiften, töten wir Dämonenanbeter. Wir töten niemanden mit dem Gift. Irgendwo muss auch mal Schluss sein. Die Wenn man Frage die ist, Grenze ob es halt sich schlägt, wirklich wenn man lohnt, sie zu gerade vergiften. Klingen tiefer hat, Was ne? ist wichtiger, das, was ihr da rausholen wollt, oder diesen Leuten einen Denkzettel zu verpassen? Das Metall ist wichtiger. Wie gesagt, das Risiko ist größer, je mehr wir dort drin machen wollen. Es muss nur eine falsche Bewegung sein, eine falsche Tür, die knarrt und schon. Sie hat Naja. recht. Und ich sag mal, wenn ihr euch rächen wollt, kann man das immer noch im Nachhinein machen. Aber ich würde es nicht als Hauptziel setzen. Oder sehe ich das falsch? Aber wenn wir uns getarnt als Karawane dort hineinschleichen, dann müssen wir nicht in dem Sinne heimlich vorgehen. Dann können wir ja die Vorräte, die wir bringen, schon im Vorfeld vergiften und müssen dort nichts mehr tun. Aber dann sind wir alle in Gefahr, wenn wir als Karawane darin sind und enttarnt werden, dann müssen wir kämpfen. Und so wäre nur die Person, die sich darin befindet, in Gefahr. Und im Notfall müsstet ihr, wenn ich das bin oder jemand anders, den Rückzug decken. Aber Ich denke, es wir ist uns doch viel alle drin gefährlicher, verkleiden. alle zum Feind hineinzulaufen, oder? Deswegen bräuchten wir etwas, was erst später wirkt. Wir wissen nicht, wie viel Metall es dort gibt oder wie viel genau dort liegt. Und wenn nur eine Person alleine Entschuldigung, dort dass er ist, geklemmt.
Wenn nur eine Person alleine da drin ist, kann sie unter Umständen nicht alles mit herausnehmen. Oder, falls sie erwischt wird und wir das nicht merken, ist sie sowieso erledigt. Wir sollten in der Lage sein, im Notfall einen schnellen Schlag auszuführen. Das geht nur, indem wir eine substanzielle Menge an kampffähigen Männern und Frauen in die Anlage bringen. Gut. Oder wir verteilen sie außerhalb der Anlage. Wie wäre es denn, wenn jeder von uns jetzt einfach mal einen Vorschlag macht, wie er glaubt, dass wir es schaffen, mit unseren vereinten Kräften und vielleicht auch mit unseren vereinten Kräften der Schönheit Maraskans, das Endurium zu stehlen? Sehr gut. Wenn jeder einfach mal jetzt hier einen Vorschlag von uns macht, sozusagen wie er seinen Plan von Anfang bis Ende durchziehen würde. Predigian, von oben nach unten. Predigian, wie viele Wachen sind denn innerhalb der Mine? Wissen also in dem Gelände? Wissen wir nicht. Irgendeine Abschätzung? 20 oder 80? Eher 20. Und eher 120 Sklaven als 50. Aber allerdings wissen wir nicht genau, wie viele es sind. Wir wissen nur, dass es alle 8 Stunden einen Wechsel gibt und dann weitere in die Minen hineinmarschieren, andere herauskommen. Auf jeden Fall wäre es ein ziemliches Gemetzel, wenn wir alle dort mit voller Kraft hineinmarschieren. Und vermutlich hätten sie noch genug Zeit, um irgendeinen Ungeschaffenen zu rufen. Von daher wäre ich für... Aus meiner Sicht ist die idealste Vorgehensweise, wenn wir uns hineinschleichen würden. Also vorher die Karawane überfallen und uns dann als diese ausgeben. Und dann zum einen... Also das heißt, wir gehen als Karawane durchs Vordertor rein, deiner Meinung nach. Okay. Genau, und zum einen das Endurium aufladen und dass die Hufflepuffs denken, dass wir es abtransportieren. Das wird nicht passieren. Es hieß ja, dass das Zeug, das ist schon mal eine Falschaussage, es hieß ja, dass das Zeug von einem Karakil wegtransportiert wird. Vielleicht können wir irgendetwas vorgeben, dass wir es abholen sollen. Dafür haben wir zu wenig Wissen, das werden wir nicht schaffen. Aber der Plan könnte sein. Du darfst gerne was anderes vorschlagen, aber das ist Brindigians Idee. Genau, und zusätzlich noch, dass wir irgendein Gift verwenden, das eine gewisse Wirkungsdauer bzw. erst eine gewisse Zeit benötigt, bis es wirkt. Dass wir nun etwa eine Stunde, nachdem wir wieder raus sind oder so, erst anschlägt und damit die Hufflepuffs schwächt. Okay, jetzt hast du das Gift in der Tasche und wir sind mit dem Wagen durchs Tor gekommen. Wo ist das Gift jetzt? In deiner Tasche. Aber wo willst du es wie einsetzen? Ich habe gesagt, einen Plan und die Umsetzung davon. Nun, wir könnten das Gift bereits vorher einsetzen. Wenn wir die Vorräte ohnehin dort hineinbringen, dann können wir diese schon vorher vergiften. Das ist der Plan von Predigia. Ephadaios. Ich finde, das klingt schon ganz gut. Wir könnten uns reinschmuggeln. Magister Kasim und ich, wir sind halt Gefangene. Und Washa gibt sich aus als Meisterköchin. Ja, er hat irgendwie besondere Gewürze und bietet an, dass sie das Mittagsmahl vorbereiten kann. Okay, also irgendetwas. Plan von Brindigian mit einer weiteren Spezialität. Okay, genau, und wir sollten auf jeden Fall versuchen, den Menschen dort zu helfen, also den Sklaven. Wenn wir dann erstmal selbst auf dem Rückweg sind, im Endurium und ja im Lager den flinken Diefer bekommen, könnten hier unsere neuen Freunde zuschlagen, die Samurijin. Okay, ein Sekundärziel. Wie kommen wir denn ins Endurium? Nein, jetzt wird nicht diskutiert, es ist der Plan. Sekundärziel, Sklaven befreien. Kasim. Also, ich bin dafür, dass sich jemand hineinschleicht. Vielleicht von, er zeigt auf der Karte, hier hinab, ist das möglich, theoretisch? Also prinzipiell ist das Schleichen im Vorfeld schon möglich. Ihr könnt das auch koordinieren, dass es gleichzeitig passiert. Das heißt, einer schleicht hier lang und ihr rumpelt gleichzeitig hier rein. Das geht auch, aber seid ihr gewiss, wenn hier jemand raumschleicht, dann kann der auch entdeckt werden. Also meine Idee ist, dass wir sie vergiften und mit einem verzögerten Gift, wie auch Ferdaios gesagt hat, und sobald sich die Auswirkungen zeigen, die Mine im Sturm nehmen. Okay, das heißt, du möchtest nicht mit einer Karawane hier rein, sondern du willst verdeckt hier rein und dann die... das ist Stall und Scheune, genau, Entschuldigung. Hier ist die Küche. Ja, genau. Küche einmal vergiften, dann wieder rausschleichen und dann der Sturm angreifen. Das ist dein Plan? Ja. Gut, Rodrigo.
Ich bin dafür, wir machen einen Fake-Angriff. Erstmal, wir überfallen die Karawane im Vorfeld, übernehmen die Karawane. Dann kommen wir hier an und wenn wir ungefähr hier so sind, wo noch ein bisschen Walddeckung ist, werden wir angegriffen. Und zwar von der Schönheit Maraskans. Zumindest tun sie so, als wenn wir uns angreifen würden. Ungefähr so in dieser Höhe. Vielleicht auch in dieser Höhe, dass hier auf jeden Fall der Weg zum Wald für die Schönheit Maraskans nicht so weit ist, aber dass definitiv von den Türmen bemerkt wird. Wir werden angegriffen, die Leute werden uns zu Hilfe kommen. In der Zeit, wo diese Ablenkung ist, weil auch wahrscheinlich alle Dämonen und Karakil-Reiter hier hinkommen werden, wird eine schleichende Persönlichkeit, vielleicht Washer, vielleicht auch jemand anderes, der sich zutraut, hier hinschleichen und das Küchenessen vergiften. Interessant. Das Küchenessen vergiften mit zum Beispiel jetzt hier einem spätwirkenden Gift. Die Schönheit Maraskans zieht sich darauf hin, wenn sie sieht, dass hier mobilisiert wird, und die ersten Leute hier ankommen, oder die ersten Karakil-Reiter und wie auch immer, ziehen die sich zurück, zieht ihr euch zurück, damit euch nichts passiert. Ihr müsst sozusagen euren Rückzug im Vorfeld planen, dass ihr sozusagen von diesen Karakil-Reitern nicht irgendwie verfolgt werden könnt. Aber ich denke, das werdet ihr im maraskanischen Dschungel besser hinbekommen als jeder andere. Wir werden dann sozusagen dankenderweise empfangen und die Rüstung, die sowieso schon blutig sind durch den vorigen Kampf, können ruhig blutig bleiben, denn schließlich hatten wir einfach nur Glück. Das heißt, wenn da und die Blutspritzer übrig bleiben, ist das also gar nicht weiter schlimm. Falls die Unterkleidung ein bisschen blutig ist, ja hey, ist dann eben, hatten wir Glück, aber ne, wir sind ja harte Hafajas offiziell. Dann kommen wir rein, dann ist das Essen vergiftet. Wir haben, wenn es möglich ist, etwas genommen, das uns sozusagen das Essen nichts anhat und wir essen auch extra nur wenig von dem Essen. Okay, also ein Phylaktikum, ein Gegengift? Ja. Das Essen findet dann hier, was ich irgendwo statt, wird aus der Küche ausgegeben und wir haben extra ein Gift genommen, was nicht tödlich ist, aber was eben stark ablenkt, wie zum Beispiel Flinker Difa, was ja auch sozusagen auf nicht direkt Hinterhalt hindeutet, dass das Essen tödlich vergiftet ist, sondern darauf, dass irgendwas beim Kochen schief gelaufen ist und irgendwas reingekommen ist oder irgendwas zu essen einfach nur schlecht war, was bestimmt möglich sein kann. Ich gehe nicht davon aus, dass die Waren, die wir auf dem Wagen haben, direkt in die Küche wandern und das aktuelle Essen an diesem Tag wandern. Deswegen lohnt es sich nicht, das Essen zu vergiften auf unserem Wagen, meines Erachtens nach. Dann, wenn wir sozusagen hier den Flinken Diefer ausgelöst haben, tun wir auch ein wenig so, als wenn wir Probleme hätten hier und da und schließen uns dem Chaos an und versuchen, sowohl in der Schmiede als auch in der Kaserne herauszufinden, wo durch geschicktes Gucken und heimliches Bewegen das ganze Endurium gelagert wird. Denn ich nehme an, dass es entweder in der Kaserne oder Schmiede gelagert wird. Dann werden wir gucken, dass wir die Wachen, die dort dabei sind, heimlich ausschalten müssen. Also entweder kriegen wir Gift, was uns dabei hilft, wie zum Beispiel Schlafgift, oder wenn wir solche potenten Sachen nicht bekommen können, dann müssen wir es auf die gute alte Methode versuchen. Vielleicht hat Brindijan oder Kasim noch einen leise Zauber, ansonsten muss es ohne gehen. Dann müssen wir die Leute leise überrumpeln, das Endurium an uns nehmen und und dann gehen. Das mit dem Gehen müssen wir ein wenig richtig machen. Und zwar, zu dem Zeitpunkt hat uns noch keiner bemerkt, dass wir das Endurium an uns genommen haben. Aber die Tore sind auch noch geschlossen. Wir müssen dann gucken, dass wir jetzt hier, dass wir uns irgendwo hier in der Nähe der Tore sammeln und gucken, wie diese Tore aufgehen. Die Tore konnten nicht richtig geschlossen werden, war das, ne? Richtig. Ja. Wir gucken, dass wir die Sklavenunterkünfte vielleicht irgendwie in der Hektik öffnen. Gleichzeitig uns Richtung Tor begeben und die Hafajas könnten ja vom Waldrand aus irgendwie jetzt auf einmal einen zweiten Angriff planen, zumindest so tun. Das ist natürlich recht gefährlich, weil der alte Angriff gar nicht so lange her ist und wir rennen da schreiend drauf los. Wir machen sie platt. Wenn wir in den Wald rennen, haben einige Hafajas bei uns. Zeigt sich auf einmal, dass wir uns umdrehen, die eigenen Hafajas, also die feindlichen Hafajas, umnieten und mit der Schönheit Maraskans und dem Endurium zusammen fliehen. Wascha. Ich würde die Karawane überhaupt nicht mit einbeziehen, weil ich denke, zwei Kämpfe wären nicht unbedingt gut. Ich denke, es wäre sinnvoller, das ohne die Karawane zu machen, also nicht mit Verkleidung oder so. Ich würde hinten das, was ich vorhin gesagt habe, rein. Da? Mhm. Da würde ich jemanden reinnehmen, so ähnlich wie Kasim es gesagt hat, zum Reinschleichen. Dann würde ich schauen, dass man kurze OT-Frage, wie es mir verpasst, wissen wir, wo das Endurium ist in den Häusern? Nicht genau, nein. Okay. Ist es auf alle Fälle an der Oberfläche?
Es wird unterirdisch gewonnen, es wird durch einen Dämon abgebaut, das wisst ihr durch die Aufzeichnung der 7 Gezeichneten, und wird dann oben gelagert. Wo, wisst ihr nicht, es kann an der Schmiede sein, es kann oberirdisch irgendwo an freier Luft sein, also hier oder hier, aber wie wahrscheinlich das ist, wisst ihr, wie gesagt. Dann würde ich denjenigen, der da reinschleicht, auf jeden Fall, dazu bringen, dass er sich eben erstmal umschaut und eben erstmal nur rausfindet, wo das Indurium ist. So, sollte das Indurium so schwer zu finden sein, dass man es, nicht auf den ersten oder zweiten oder dritten Blick findet, würde ich sagen, die Person kommt erstmal zurück. So, das wäre der erste Schritt. Ich würde zu dem Zeitpunkt noch gar nichts mit Kampf machen. Dann, sollte das Indurium tatsächlich schon sichtbar sein, würde ich ein Zeichen ausmachen. Ich würde Kasim, wie er es vorhin vorschlug, mit seinen 200 Metern, 200 Meter ungefähr ist optimistisch. Hier, oder wenn es auch 100 sein, ungefähr hier positionieren, sodass er eben den Turm hier im Auge hat. Sprich, sollte die Person, die drin ist, ob das jetzt ich bin oder jemand anders, tatsächlich Erfolg haben und das Indurium finden oder sogar an sich nehmen können, dann würde ich sagen, geht es, diese Person da rauszubekommen. Und zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, greift ihr an. In dem Sinne Kasi als erster, weil er den Turm eben hat. Im Notfall eben den Turm in Luft sprengen oder was auch immer du da machen wolltest. Die anderen würde ich im Vorfeld ungefähr hier positionieren. Sodass ihr quasi hier vorne die ganze Front im Blick habt. Das ist offenes Gebiet. Also das ist ein Wall, der wurde abgerodet und da kann sich niemand verstecken. Man kann quasi nur bis hierhin und das ist dann das Maximum, was ich mit einer guten sich verstecken Probe zulasse. Aber das heißt, es können trotzdem Leute hier warten. Maximal. Hier in dem Gebiet. Maximal. Okay. Ja, dann würde ich sagen, die Leute warten dort. Das heißt, die Person, die reinschleicht, gibt eben das Zeichen, okay, ihr müsst jetzt einen Fake-Angriff starten, bis die Person raus ist, damit die Wachen quasi alle nach vorne laufen und hinten nicht mehr so viel Aufmerksamkeit ist, wo das Indurium versteckt ist und die Person wieder raus müsste. Oder man macht eben erst den Schleichenangriff, wo das Indurium ist. Wenn man das nicht findet, dann überlegt man nochmal, was man macht, denn wenn es so schwer versteckt ist, dann wird es wahrscheinlich auch nichts bringen, mit der Karawane direkt dort reinzugehen. Macht dann nochmal eine Aura. Erst mal rausfinden, wo es ist. Johnny, mach nochmal eine Aura. Gut. Also ich würde es wirklich davon abhängig machen, ob man das Indurium findet. Ich würde es bereit machen für einen Fake-Angriff, die Leute. Das heißt, ich würde Kasim dorthin stellen, wo ich gesagt habe. Ich würde die Leute hinstellen, wo ich gesagt habe. Aber ich würde den Angriff noch nicht starten, wenn das Indurium noch nicht in den Händen der Person ist, die sich reinschleicht. Das wäre meine Idee. Ja, dann. Gut, mein Plan sieht vor, wir überfallen zuerst die Nachschubkarawane, schalten die Wachen aus, bemächtigen uns deren Kleidung und Rüstung, legen diese an. Dann marschieren wir auf das Minengelände drauf, als wären wir die Nachschubkarawane und liefern den Nachschub ab. Wenn wir extrem viel Glück haben, wurde aus irgendeinem Grund entschieden, dass das Metall nicht mit Karakil, sondern mit der Karawane zurückgeht, dann haben wir Glück und können rausmarschieren, weil es vermutlich nicht der Fall sein wird. Entsprechend finden wir heraus, wo das Indurium gelagert wird, bringen es anschließend entweder durch Hinterlist oder durch Gewalt an uns und je nachdem, ob wir bis dahin entdeckt wurden, sehen wir zu, dass wir mehr oder weniger schnell da rauskommen. Zu diesem Zeitpunkt kann uns dann auch die Samuro-Jins Deckung geben. Aber wir wissen nicht, ob sie irgendjemand aus der Nachtzugkarawane kennen. Das heißt, im Prinzip wäre der Plan da schon gescheitert, sobald wir... Ja, keine Diskussion. Das ist jetzt der Plan von Jala. Im Notfall sind wir halt die Neuen und die Alten, die die andere Hälfte der Karawane rausgemacht haben, sind beim Überfall gestorben. Gut, das sind die Pläne.